Was geht? Gina Lisa Sextape oder was? Scheiß in Dreck. Was geht mit dir? Hier Dragan. Was geht? Dragan, ich habe ein neues Lieblingsgetränk. Ein Lieblingsgetränk? Konkret. Das ist korrekt, Alde. Was ist der? Der heißt Aperol Spiritz. Alde, was geht? Aperol Spiritz. Alde, was geht? Bist du jetzt homo geworden oder was geht? Trink der Aperol Spiritz, Alde, was geht? Hast du auch die Schnuffelklingelton für Handy, Alde, was geht? Hast du auch die Biene-Maja-Bettwäsche? Hast du auch ein Hello Kitty-Brotdose? Alde, was geht mit dir, Aperol Spiritz? Scheißendreck. Ich trink nur Wodka Red Bull, das ist mein Männergetränk, weißt du? Ich war letzte Woche war ich hier in Frankfurt in einem Disco, da sag ich zu der Barmann, Meister, machst du mal Wodka Bull? Da sagt er 26 Euro. Alde. 26? Die hab ich auch gesagt, 26 Euro. Hab ich gesagt, Meister, was geht? Hast du nicht mehr alle Tassen in deinem Kopf? 26 Euro für einen Longdrink. Da gehe ich korrekt zum Supermarkt, kauf mir einen ganzen Liter Wodka und 5 Dosen Red Bull und dann mach ich mir einen gemütlichen Fernsehabend und guck dir korrekt den Trödeltrupp, Alde. Weißt du, da guckt der mich an von oben bis unten und sagt, wenn du dir hier so teuer ist, dann musst du leider in dein Haus gehen, du Arschlöcher. Alde, der war genau der Tropfen, wo der Eisenstein zu überlaufen gebracht hat. Ich bin in mein Auto, hab ein Handgranate raus und erst mal Handy in die Bar geworfen, weißt du? Normale Reaktion. Ich weiß. Alde, Gott sei Dank ist nicht explodiert, sonst hätte ich mich gesetzt, Alde. Weißt du, so habe ich nur Arbeitsstunde gekriegt. Arbeitsstunde? Komplett, am Anfang war sogar nur Geldchen drauf, Alde. Da sagt der Richter zu mir, 14 Tage setze, Alde. Da habe ich mich gefreut. Da habe ich zu der Richter gesagt, der ist wirklich korrekt, euer Hoheit, der ist echt korrekt. Ihr seid wirklich ein Schepast. Da dreht er sich um und haut mit der Hammer auf den Tisch und gibt mir Arbeitsstunde wegen nicht Baden mit Beachtung mitgerichtet. Oder wie das Scheißendreck heißt. Ich weiß, was du meinst. Halde. Aber Dragan, den kannst du auch nicht bringen. Was meinst du? Du kannst nicht so einen Richter sagen, du Schepast. Warum kann ich dir nicht sagen? Die ist doch ein korrektes Wort, ein Schepast. Ein kleiner Schepast. Der Schepast. Der kleine Vogel, wo in Straßenkaffee immer der Krümel auflegt. Ein Schepast. Du kennst so Liebe, der Schepast in der Taube, wo der Hand in der Dach wohnt, oder wie der Scheißendreck heißt. Konkret. Alde, und dann gibt er mir Arbeitsstunde, Alde. Meine Mutter hat schon immer zu mir gesagt, Dragan, du bist mein süßer kleiner Spast. Verstehst du? Ich krieg Arbeitsstunde, meine Mutter wäre nie wieder rausgekommen. Ich hab mich aufgeregt am Anfang bei dem Job. Aber dann hat er mir ganz gut gefallen. Ich bin jetzt am Überlegen, vielleicht hänge ich sogar noch ein freiwilliges asoziales Jahr hinter dran. Konkret, aber Dragan, warum willst du ein freiwilliges asoziales Jahr hinter dran hängen? Weil die korrekt von mir ist, Alter. Da gebe ich die Gesellschaft mal was zurück, weißt du? Das ist doch Scheißendreck, Dragan. Bei einem freiwilligen asoziales Jahr, da bist du die ganze Zeit nur in Frankfurt. Hast du was gegen Frankfurt? Nein, nichts gegen Frankfurt, aber da hier kennst du jede Ecke schon. Ich weiß. Ich an deiner Stelle, wenn ich mal der Gesellschaft was zurückgeben würde, dann würde ich aber auch direkt was machen, wo ich meinen eigenen Tellerrand bisschen erweitere. Was würdest du machen, Alde? Was da, Alde? Zum Beispiel ein Open Air. Was soll das sein? Ein Open Air, kennst du doch, oder? Ich hab noch nie ein gehört, Open Air. Mach ein Open Air! Was soll das sein, ein Open Air? Jeder kennt ein Open Air, oder? In Ausland, in Paraguay oder Uruguay oder Florida, wo du in einer Familie hilfst mit den kleinen Kindern. Ein Open Air! Der Opner! Ein Opner! Opner! Man hört den praktisch konkret, nicht. Konkret, Opner! Opner! Alter, ich bin doch nicht geistergestört und fahr nach Paraguay oder Uruguay oder krass Flowrider und mach ein korrekt Opner! Und helf einem Mann, wo am Ende noch jünger ist wie ich, bei Saubermachen von der Arschliche von seinen kleinen Kindern. Alter, da drin geschlitzt sogar lieber ein Aperol Spiritz. Alle, lass mich mal in Ruhe, ich geh jetzt mal zu Goran, zeig dir mal mein neue BMW, Alter. Was meinst du, du hast neue BMW? Hab ich dir den nicht erzählt? Ein neuer Dreier. Ach, Alter, Dreier BMW ist für Kinder und Jugendliche, ich bin jetzt ein erwachsener Mann, ich fahr jetzt 5er BMW. 45i. 45i. Konkret, steht hinter drauf. Alde, ist 516D, glaubst du? Aber Alde, der ist trotzdem ultra korrekt. Der hat einen korrekt, der hat Vollausstattung. Ledersitze, Lederlenkrad, Lederheizung, bereizbare Rückleuchte, elektrische Fensterleder. Alde, der hat vorne sogar einen kleinen Fernseher drin. Alde, 60 Zoll. Ihr Dragan, wo du meinst, sind 60 Millimeter. Ach, das ist mir doch so scheißendreck egal. Auf die Größe kommt nicht an, weißt du? Hauptsache, ich kann Fernsehen gucken, weißt du? Bei Autofahren, ich liebe dich, verstehst du? Aber ich fahr von der Hof, von der Auto aus, fahr ich runter. Guck auf die Tacho, 29, 30 und bei 31 geht mein Fernseher aus. Ich hab gedacht, der Arschlöcher hat mich abgerippt. Ich Handbremsewendung, rum, zurück auf den Hof. Ich hatte die Handgranate schon in Hand, weißt du? Alde. Und da hat der Verkäufer, hat der Ernst von Lage erkannt, hat gesagt, ich soll mal runterkommen, hätte ein Tirik. Ich soll einfach den Tempomat auf 30.
30 stellen, da geht der Fernseher nicht aus, weißt du? Jetzt fahre ich halt nur noch 30. Autobahn, Landstraße, ich fahre 30. Das ist mir Scheißendreck egal. Wer langsam macht, kommt auch am Ziel. Konkret, weißt du? Das ist auch ganz korrekt, oder? Was meinst du? Weil da schepperst du auch ganz schön Schipirit. Alde, ich spare nicht nur Schipirit, Alde, ich produziere Schipirit. Bei Tempo 30 in sechster Gang mit Tempomata kondensiert der Schipirit an der Kolbe und läuft zurück in den Tank. Alde, weil nächste Woche mache ich eine Tankstelle auf, weil mich nervt der Schipirit-Preis, Alde, 1,60 Euro für ein Liter Schipirit. Ach, da bist du selber schuld, wenn du noch zahlst für Schipirit. Was meinst du? Konkret, ich zahl keinen Cent mehr für Schipirit. Wie machst du? Konkret. Fährst du Tankstelle, tankst voll und haust ab, oder was geht? Scheiße, Dreck, nicht, der wäre ja illegale Schipirit-Diebschetal. Konkret. Wie machst du, Alde? Was geht? Lass sie dir nicht. Warte kurz, ich erkläre. Also mein System, der ist ganz leicht. Da brauchst du nur ein großes Kinocenter, Cinemax, Sinister, Kinopolis oder so. Und dann fahre ich unten in den Parkhaus rein und dann habe ich 90 Minuten Zeit und dann sauge ich die ganze Autos leer. Was geht? Und dann schluckst du die Benzin runter und später brichst du wieder raus. Natürlich nicht. Meinst du, ich bin dumm oder was? Früher habe ich so gemacht. Wie machst du heute? Alter? Heute mache ich professionell. Wie machst du? Das ist ganz leicht. Ich brauche nur einen langen Schlauch und einen großen Benzinkanister. Konkret. Und den Schlauch, den stecke ich in den Tank von dem scheißen Dreckauto rein. Konkret. Und dann sauge ich, bis der Schibrit kommt. Und wenn der Schibrit fast in meinem Mund ist, Konkret. Dann mache ich schnell in den scheißen Dreck-Benzinkanister den Schlauch. Konkret. Und durch die Druckdifferenz zwischen der Benzinoberfläche und der unterhalb davon befindliche Schlauchende nutze ich das physikalische Heberprinzip und der Sprit läuft in den Tank rein. Nicht schlecht, Alter. Herr Dragen, ich weiß auch nicht, Mister, alles ist alles immer so hektisch. Manchmal weiß ich gar nicht, ob ich in der hektischen Welt noch so weit immer. Immer neue Handy, immer größere Datenrate runterladen. Aber ich kann manchmal hab ich voll Bock. Da, manchmal denk ich, ich kaufe mir einfach ein Pferd. Was meinst du, ein Pferd? Ein Pferd! Was meinst du, Pferd? Konkret Pferd. Ein Pferd anstatt das Auto. Warum nicht? Warum nicht? Weil ein Pferd auch ultra teuer ist. Der ist noch teurer wie ein Auto. Er ist schon mal der Anschaffungspreis von einem Pferd. Und dann noch die ganze Infrastruktur, die du brauchst für ein Pferd. Ein Pferd zum Beispiel wohnt schon mal in einem Schettal. In dem Schettal arbeitet ein Schettalbursche. In dem Schettal liegt Strom für eine Schettellampe. Wenn du dir Tier mal reiten willst, brauchst du einen Schetteigbugel. Und wenn du dir Tier mal hübsch machen willst, brauchst du eine Schetteriegelbürste. Und wenn dir Tier mal krank wird, dann kommt ein Arzt, der braucht ein Schetteidoskop. Konkret. Und der Pferd schettingt. Konkret. Aber Dragan, auf ein Pferd, da kann ich wenigstens mal bei Übertempo 30 ein DVD gucken, nicht so wie du mit deinem Scheißendreck 516D. Außerdem brauch ich für mein Pferd gar kein Schettal. Was meinst du? Konkret, ich nehme mein Pferd einfach mit bei mir in die Wohnung. In deine Wohnung? Konkret. Aber da musst du aufpassen, dass du dir keinen Schimmel holst, Alter. Konkret, ich weiß. Danke. Schettul. Stuhl. Oh, eine Hitze bei euch. Schönen Abend, ne? Wahnsinn. Eieiei. Willkommen. Ach ja. Hey. Oh, geil kalt. Oh, zum Wohlsein. Prost. Schettard. Schettarke Programme. Schettarkbier. Schettarkbier, Schettarke Programm. Ich würde gerne eigentlich über Einzelheiten eures Programms jetzt nochmal reden. Ja? Aber das geht nicht, weil diese Sendung, wie ihr wisst, wird immer wieder beschnitten. Das wird gekürzt, werden einfach Sachen rausgenommen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas aufgreifen würde aus eurem Programm, wird es vielleicht rausgeschnitten, dann wird auch das ganze Gespräch rausgeschnitten, weil wir darüber gesprochen haben oder es wird unlogisch und so weiter. Das ist schade. Diese Sendung wird ständig beschnitten, meine Damen und Herren. Wenn Sie zu Hause sitzen und denken, das sind schöne 45 Minuten, wir sind schon seit 2,5 Stunden hier drin. Wird alles rausgeschnitten und wird nochmal umgebaut und so weiter. Ich würde gerne mit euch eine Nummer machen, dass wir unseren Regisseur einfach mal ein bisschen ärgern, indem wir etwas machen, was nicht schneidbar ist. Schneidbar. Schneidbar. Wir machen erstmal was er schneiden muss. Das ist eigentlich Flensburger. Voll lecker. Applaus
Und zwar, pass auf, wir zählen einfach von 1 bis 10. Ja. Das können Sie nicht schneiden. Das stimmt. Oder? Ja. Ja, also, ja. Ja, ja. Dann fangen wir an. 1. 2. 3. Ich frage mich, ob die 2 schon gefehlt hat übrigens. Die hat ja schon rausgeschnitten. Aber Sie merken jetzt aber zu Hause, welche Zahlen fehlen, wissen Sie, was weg ist. Wo waren wir? 3. 4. 8. Nee. Nein. 5. 6. 6 sage ich. 6. Ich sage 6. Wollen wir die nächsten 3 zusammen machen? Ja. 7. 10. Ja, schön. Danke. Tja. Das war mir, schon immer ein großes Anliegen, das wird jetzt einfach mal... Verstehst. Ja. Ich würde aber gerne noch eine andere Nummer machen. Und zwar werden wir jetzt von 1 bis 10 nochmal zählen, aber wir nehmen die Zahlen komplett durcheinander. Wir machen das auch da, wo ihr eben gerade standet, als Dragan und Alde. Ja. Und werden auch unsere Position dabei ständig wechseln. Und ich fordere jetzt wiederum unseren Regisseur auf, das später in die richtige Reihenfolge zu schneiden. Okay. Ja, also das wird auch von 1 bis 10 werden, Sie es jetzt zu Hause sehen. Ja. Wir haben es aber andersrum gemacht und wechseln dabei auch noch unsere Position. Ja. Okay? Machen wir bis 1 bis 13, komm, ist auch schön, oder? Ja, 1 bis 13. Ist es nicht noch schlimmer zu schneiden, wenn ich ständig vorne hin und her laufe, während ihr zählt? Und wir wechseln ständig die Position. Ja, so machen wir es. Ich laufe ständig hin und her. Okay. 1. 2. Hatten wir 3 schon? Bescheuerter geht Fernsehen nicht. Nein. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dankeschön. Super. Jungs, vielen Dank. Mundstuhl, also, danke. Danke. Mehr von Mundstuhl im Comedy Tower gibt es hier.